Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir bauen an einer Strecke von der Hansestadt Hamburg ausgehend nach Wien. Allerdings mit Zwischenstopp hier oben in Langensalzwedel. Das haben wir soweit arrangiert. Jetzt geht's ab nach Wien. Und ich bin, ja, eigentlich fest davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist, den Bahnhof Schwerin hier hinzustellen. Denn Wien ist, so wie ich es kenne, ja, es hat so was Barockes, keine Ahnung, Antikes, ist das, ich möchte die Stadt nicht beleidigen, das ist eine wunderschöne Stadt. Aber irgendwie, der Bahnhof passt einfach hier hin. Ich kann es nicht genau erklären. Es hat so wirklich ein bisschen was, ja, Älteres halt und was Schönes. Also, machen wir das mal. Wir gehen hier mal, das ist ja eh nicht weit, da sind wir eh gleich da oben. Gehen wir hier mal rüber. Gehen hier rüber. So, machen hier noch, habe ich hier vorne schon eine Weiche gemacht? Nein, da machen wir mal noch eine Weiche, damit sich der Zug aussuchen kann, wo er lang will. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder nicht funktionieren mit der Doppel-, also mit der X-Weiche. Das funktioniert besser, wenn man die Gleise nicht angelegt hat. Das haben wir herausgefunden in der letzten Folge. Nö, geht nicht. Okay, lassen wir. Machen wir hier oldschool. Okay, mal gucken auf der anderen Seite, wie sich das hier so verhält. Machen wir die mal so, schnappen die uns hier, ziehen sie hier runter und das funktioniert sogar. Gut, dann haben wir hier eine und hier vorne, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir gleich mal den Bahnhof. Und jetzt werde ich aber nicht vergessen, dass wir auch die ganze Sache krümmen können. Also Schwerin ist hier, ja Wien, okay. Wie wärst du mit 16 Gleisen, 400 Meter und... zweiter Straßenanschluss groß. Du wärst primär schon mal teuer. Und in etwa so groß wie die ganze Stadt bis jetzt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir denn? 11 Millionen. Sollen wir uns hier so in Unkosten stürzen? Wir machen mal zwei Gleise weniger, dann passt er nämlich hier dazwischen. Wenn ich ihn noch ein bisschen drehe. Oh, guckt euch das mal an. Es wird halt ein Kopfbahnhof, das haben wir ja gesagt, aber das lässt sich nicht verhindern. Also wir stellen ihn hier raus, aber das wäre eigentlich schade. Guck mal, hier ist er mitten im Zentrum. Wenn da die Stadt außenrum wächst, vielleicht ein bisschen kürzer. Nochmal gucken. 320 Meter ist ja doch relativ lang, also da passt ein IC eigentlich auch rein. Doch 400. Haben wir Oberleitung? Wir haben... Wir machen mal noch Hochgeschwindigkeitsgleise. Die bringen meiner Meinung nach zwar in einen Bahnhof drin nicht viel, außer der Zug fährt durch. Aber das wird er hier eh nicht können. Da wird sich ein Zug schwer tun, da hinten wieder rauszukommen. Also das wäre so ungefähr die Idee. Das stimmt dann im Endeffekt die Ausrichtung nicht für die Strecke, die wir gerade bauen. Das ist aber Schnuppe, denn der Bahnhof dient ja nicht nur der Strecke, die wir gerade bauen. Da kommen ja auch aus einer anderen Richtung dann noch Züge. Ich möchte den aber irgendwie hier möglichst parallel haben. Also machen wir den mal hier hin. Vielleicht noch ein bisschen reindrehen. So, damit sie da hinten, damit die Prellböcke fast an die Häuser rankommen. Deswegen, das ist jetzt ein bisschen Gefummel. Wir wären bei 5 Millionen, das leisten wir uns. So, das ist also der Bahnhof Wien. Zack. Cool. Ja, das passt, das passt. Dann noch ein paar alte Straßenbahnen. Wunderbar. Hui, Spiel. Oh, buh. Nicht immer so Lecks drin haben. Da habe ich jedes Mal Angst, dass das Ganze abstürzt. Ich habe hier meine Erfahrungen gemacht. Da wird ein Gebäude entfernt. Das wollen wir natürlich nicht. Kann ich das hier vielleicht sogar noch gerade machen und dann? Geht genau nicht. Ah, vielleicht von hier kommend. Wo möchtest du denn rein? Lieber Bahnhof. Ja, okay. Ich mit meinen geraden Straßen ist eigentlich gar nicht schlecht, aber wenn es halt nicht geht, geht es natürlich nicht. So geht's. Ist dann ein bisschen krumm. Dann machen wir das hier dann gerade. Also hier so möglichst. Ah, es wird so hässlich krumm. Wir machen so. So wäre es gerade. Dann hat es da ein bisschen Abstand. Da können wir aber je nachdem natürlich noch ein paar Bäume hinstellen. Jetzt hier runter, einfach damit wir denen schon mal ein bisschen geholfen haben hier in Wien, damit sie eben in die Gänge kommen. Wir werden als nächstes, wenn wir die Strecke gebaut haben, dann hier sowieso gleich mal gucken, wie das aussieht
mit den Lebensmitteln. Okay, hat auch was da mit diesem kleinen Zipfel. Das lassen wir so. Jetzt, wenn wir noch können, gehen wir natürlich in die Richtung auch noch. Da ist ein Baum im Weg. Also was zählt der Baum? Bau nicht möglich. Der verschwindet, wenn wir das so hinstellen. Okay. Aber wo kommen wir denn hier hinten raus? Wir könnten ja die Gleise noch ein bisschen weiterziehen, ein Depot ranhängen. Aber was wir mit der Straße machen? Ich würde sagen, wir gehen mit der einfach mal hier lang. Damit wir sie haben. Und irgendwie hier rein. Wenn es irgendwie machbar ist. Das ist... Okay, gebonkt. Was wir hier noch machen, gucken wir. Vielleicht noch hier rauf und hier dazwischen irgendwie die große Bushaltestelle. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da gucken wir mal, was wir da hinbauen können. Wisst ihr was, ich mache mal kurz Pause. Wir verdienen ja Geld. Jetzt haben wir dieses Monstrum hier hingestellt und haben immer noch über 10 Millionen. Sehr schön. Ich mache mal Pause, damit sie hier nichts hinstellen. Damit wir gucken können, ob wir da einen Trambahnhof oder irgendwas hinkriegen. Jetzt haben wir hier noch einen zweiten Straßenanschluss. Geht das auch ohne so einen komischen Hugel? Nee, dann geht's nicht. Das muss doch irgendwie machbar sein. Moment. Wir kappen euer Sträßchen nochmal. Jawohl, eher so. Und jetzt hier machen wir das ähnlich mit einem gewissen Abstand. Dann geht das hier runter. Mal gucken, ob wir hier wieder rauskommen. Natürlich nicht. Dann machen wir hier die Straße parallel. Wir müssen mal gucken, die brauchen hier natürlich auch noch einen Güterbahnhof. Der kostet dann auch wieder Geld. Und wo stellen wir den hin? Warum nicht hier? Das wäre doch auch noch eine Idee. Da müssen wir die Straße da aber, wenn es nach meinem Geschmack geht, noch ein bisschen gerader machen. Und hier müssen wir die Straße krümmer machen, sonst kommen wir hier nicht vorbei. Da das Ganze noch in der Grube unten liegt hier. Gut. Kommen wir hier rein? Nö. Oh doch, so. Dann haben wir hier nochmal so einen Zipfel. Gut, das ist jetzt nicht wirklich sehr gerade. Das ist eher zweckdienlich, das Ganze. Das hätten wir. Kommen wir denn... Wo kommen wir denn her? Von da hinten. Da müssen wir hier eine Kurve machen, hier rein. Jetzt müssen wir nochmal überlegen. Von da kommen noch Züge. Und von hier hinten kommen wesentlich mehr Züge. Das heißt, ich würde irgendwo hier... zum Beispiel hier rausgehen, damit wir hier noch Platz haben. Dann haben wir hier auch noch. Und das wird jetzt aber, wenn wir es so bauen, einen Tunnel reinführen. Na, wir machen es mal. Nee, geht. Auf eine Brücke kommen wir rauf. Das wollen wir natürlich auch nicht. Kommen wir da wieder runter? Ich hoffe es doch mal schwer. Ja, mit einer Brücke. Das möchte ich dann doch nicht. Aufgeschüttet. Klappt mal eine Million. Nein, danke. Das machen wir anders. In kleinen Schritten. Wir müssen noch gucken. Das zweite Gleis hier vorne, das haben wir auf der Seite. Nehmen wir mit. So, wir machen jetzt noch kein Gleisvorfeld, nichts, sondern einfach mal die ersten Schritte für diese Stadt, damit Wien auch ein bisschen in die Gänge kommt. Was haben wir denn hier am zweiten Gleis? Natürlich auf der falschen Seite. Wo sonst? Beziehungsweise das können wir ja noch entsprechend so ändern. Da hätten wir da eine Bremse drin. Das möchte ich nicht. Deswegen nehmen wir das nochmal entsprechend weg. Gehen hier nach vorne. Nehmen dich mit. Und jetzt hier rein. Aha, dann haben wir, wieder genau das Problem von vorhin. Deswegen mache ich es nochmal so. So, und jetzt hier runter. Da ist die Steigung zu groß. Ach, du grüne Neune. Ja, wir sind hier weiter oben. Das heißt, wir müssten hier... Nochmal kurz den Bagger haben. Und hier nochmal den Bagger. Und dann gehen wir hier in die Höhe, nicht runter. So, aber einfach eben ohne, dass wir auf eine Brücke kommen. Mhm, funktioniert schon mal prächtig. Ja, aber dann haben wir hier eine Brücke. Wäre das jetzt so schlimm, abgesehen davon, dass das Geld kostet? Das wäre dann vor Wien. Hier mit so einer Brücke. Da werden von hier, wie gesagt, noch Gleise kommen. Ich denke, das kann man lassen. Wer weiß, ob nicht in 20 Jahren hier vorne sogar Häuser stehen. Wir wissen noch aus Staffel 1, wie groß Lechten wurde. Wie sich das ausgebreitet hatte. Ich lasse das mal so. 300.000 hier. Da machen wir aber die schnelle Brücke. Die ist noch schneller. Das liegt an den Gleisen, dass die im Moment nicht schneller ist. Machen hier das zweite Gleis und dann... Oh Gott, jetzt habe ich doch wieder... doch wieder verdattelt. Okay.
Das haben wir relativ schnell geändert, würde ich mal behaupten. Kostet einfach wieder sinnlos Geld, aber okay. Wir haben sie ja, wir haben sie ja. So, hier rein. Dann haben wir es tatsächlich schon. Wir haben sie ja, wir haben sie ja. Eine Weiche fehlt hier noch. Die möchte ich möglichst nah hier vorne haben, damit wir da später auch noch ein bisschen was machen können mit den anderen Gleisen. Aha, das klappt tatsächlich. Gut. Hallöchen Wien. Ein Zug fehlt. Und was fehlt? Das ist hier ein Bussystem und da oben ein Tramsystem. Jetzt ist halt die Frage, sollen wir die Züge schon mal hier hochschicken? Oder sollen wir hier nicht zuerst... ja, also hier würde ich tatsächlich nochmal eine Straßenbahn machen. Und hier unten würde ich Busse machen. Ich würde sagen, wir machen zuerst die Städte so weit, dass sie präpariert sind dafür, dass dann Züge kommen. Das heißt, wir machen hier zuerst mal eine Bushaltestelle. Oh, da ist noch was Neues dazugekommen. Habe ich das geladen als Mod oder... Nehmen wir doch gleich mal und gucken mal. Passt du hier hin? Ich weiß, wir sind jetzt im Prinzip wieder in der falschen Stadt, aber das würde schon gehen. Die Frage ist, ja, ja, das bedient den Bahnhof da. Aber das ist halt wieder, die Leute müssen wieder laufen. Sollen wir da nicht was anderes hinstellen oder mal gucken, was die Stadt baut? Wenn wir dich hier hinstellen, dann müsste das eigentlich auch noch reichen. Der würde sehr schön hier hinpassen, guck mal. Hier vorne wäre natürlich auch nicht schlecht, aber das wäre noch ein bisschen näher. Gefällt mir aber von der Optik her besser, weil wir hier so eine gebogene Straße haben. Und hier dieser Bahnhof perfekt sich daran orientiert sozusagen. Machen wir mal hier hin. Was wir haben, das haben wir. Die haben keinen Schnee, das ist vorbildlich. Da hat Wien vernünftig den Schnee weggeräumt. Gut, jetzt gehen wir aber wieder hier zurück, denn hier brauchen wir nicht dieses Riesenteil. Hier machen wir mal diesen normalen, eher klein fast schon. Und gucken mal, wo wir hingehen damit. Das gefällt mir nicht so. Da möchte ich eigentlich noch eine Straße lang haben. Mal gucken, ob wir dich hier hinkriegen. Ist eher ein bisschen ein Gebastel. In die andere Richtung. Das dürfte dann ein paar Häuser kosten. Oder nicht? Geht gar nicht. Oh, Moment, doch, hier geht's. Ja, machen wir dich hier. Gut. Hier wieder Bäume. Das können wir dann auch noch machen. Also wir brauchen das Ding hier. Dann brauchen wir hier die. Und da gucken wir mal. Müssen wir denen noch ein bisschen helfen mit den Straßen? Eigentlich müssen wir ja schon in die Richtung auch noch. Wir helfen denen mal noch. Also hier eine Straße lang. So. Und die Straße, die geht dann hier geschwungen parallel zur Schiene. Haben wir hier ja reserviert. Boah, dann juckt es wieder am Zinken. So, hier rein. Okay, sonst noch was, was wir vervollständigen können. Zum Beispiel hier. Und warum nicht den Bereich hier auch noch? Dann können wir mal gucken, wo wir jetzt mit dem Bus lang wollen. Beziehungsweise mit der Strecke. Hier unten, wenn ich... Moment, jetzt habe ich es wieder abgewählt. Sehr clever. Wenn ich hier gucke, das nimmt hier praktisch schon die ganze Stadt ein. Aber okay, wir bauen trotzdem noch was. Wir gehen hier lang, hier rüber. Machen hier eine Haltestelle. Gehen hier außen rum. Für künftige Stadtteile, die hier entstehen. Und dann gehen wir hier lang oder hier. Wenn ich hier baue, dann haben wir die Häuser noch dabei. Da haben wir die. Das ist ja perfekt. Guck mal. Dann kommst du hier hin. Jetzt könnten wir hier noch. Da habe ich die Straße noch nicht gebaut. Da machen wir die Straße auch noch hin. Okay, dann können wir da noch eine Haltestelle machen. Und dann haben wir es eigentlich im Groben schon, würde ich behaupten. Da decken wir eigentlich relativ gut alles ab. Gut. Neue Linie. Von hier nach hier. Nach hoch, machen wir zu. Nach hier. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier nichts übersehe. Mal das ein bisschen wegschieben, dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Hier hin, hier hin, hier hin und wieder den ganzen Spaß zurück. 3, 2 und schon haben wir es. Und das wäre dann natürlich einfach Bus. Langensalzwedel. Aha, Langen. Mal gucken, ob das hinpasst. Ja, passt, glaube ich, haargenau hin. Langen, Salz, Wedel. Okay.
Ein Depot müssen wir noch haben. Das passt vielleicht hier sogar zwischen dem Bahnhof und den Bus-Dingens hin. Moment. Depot. Mal gucken, wenn wir es drehen. Dann juckt's wieder. Heieiei. Nee, geht nicht. Da ist... Ja, dann sonst kommt da das Haus weg. Das möchte ich natürlich nicht zwingend haben. Wie sieht's denn hier aus? Einfach, dass es noch ein bisschen in der Nähe wäre. Möchte auch nicht. Hier unten. Das möchte auch nicht. Das ist dann eher überraschend. Aber okay, wir haben hier auch noch eine Möglichkeit. Das müsste doch eigentlich gehen. Krümmung zu groß? Was für eine Krümmung denn? Du musst ja auch nicht krümmen, du musst es nur hinstellen. Aha, okay. Gekauft. Gut, damit wir hier keine zu lange Operation haben. Denn wir wollen noch nach Wien. Da haben wir ja die neuen Wagen. Daimler Dexitz Wagen. 11 Passagiere. Der hat 8. Dann nehmen wir dich mal. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Denke, das sind genug. Bus Langensalzwedel. Wir können wieder laufen lassen. Da oben haben wir ja die Tramhaltestelle auch schon. Das heißt, die werden uns da nichts mehr wegbauen. So, da machen wir zu. Ja, cool. Haben wir wieder neue Fahrzeuge. Die sind natürlich noch nirgends unterwegs. Auf der Map. Und da wird schon gebaut. Das finde ich immer schön, wie schnell die dann reagieren, sobald sie ein paar Busse haben oder einen Bahnhof und merken, wir sind jetzt an die Welt angeschlossen. Dann kommen sie mit den Baggern und dann wird gegraben und gemacht. Sehr nett. Gut. Ja, wir lassen das Städtchen für den Moment mal ein bisschen ruhen, denn wir wollen hier noch eine Straßenbahn machen, habe ich gesagt, und das machen wir jetzt auch. Also, wir, ja, erstmal Straßen vervollständigen, damit wir hier irgendwie eine vernünftige Möglichkeit haben, das Ganze zu machen. Vielleicht mit einer Brücke hier, mit M und N mal gucken. Das würde sogar gehen. Kommen wir da mit den anderen Gleisen auch noch unten durch? Wisst ihr was, wir machen es anders. Zuerst die Gleise. Einfach mal gerade raus. Das wird dann eher in die Richtung gehen. Das können wir aber noch ändern. Es geht primär darum, was wir mit der Brücke machen. Beziehungsweise es geht primär darum, was die Brücke macht. Wenn wir hier diese Gleise haben und die Gleise dann nachträglich anpassen, das kann man natürlich immer noch. Ah, wir haben hier schon ordentlich Gleise, sehe ich gerade. Das wird für die Brücke dann je nachdem noch schwierig. Dann müssen wir sie anders machen. Aber dann machen wir sie eben anders. Das ist dann auch egal. So. Hier geht noch in die Richtung. Moment. Ist jetzt eher krumm, aber das ist schon okay, denke ich. Da wir sowieso in die Richtung ausgerichtet sein sollten, wenn wir da zu den anderen Städten gehen. Gut, das hätten wir im Groben. Jetzt gucken wir mal, was meinst du dazu? Aha, das geht leider nicht mehr. Auch nicht mit anderen Brücken. Ich würde die hier nehmen, die gefällt mir eigentlich fast am besten. Aber das geht nicht. Wir müssen hier mehr Platz haben. Wir machen es mal so, so rüber. Und jetzt mit M und N gucken, was passiert. Das würde funktionieren. Boah, das sieht doch eigentlich relativ nett aus. Das würde ich glatt so bauen. Ist das halbwegs parallel? Wir machen das noch parallel. So, das wäre dann so. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Jetzt habe ich zu wenig Platz. Ich teste es trotzdem. Ja, habe ich richtig vermutet. So, parallel ist es wieder. Und jetzt geht es immer noch nicht. Wir haben immer noch zu wenig Platz. Ich brauche mehr Platz. So, ist ja doch Wien. Also das soll schon eine Brücke sein, die auch Sinn macht. Nach was aussieht. Ja, die ist okay. Gekauft. Da werden wir dann gleich mal mit der Straßenbahn rüberdüsen. Ja, geht nicht. Dann machen wir das so. Jetzt schnappen. Dann kommen wir da rein. Und hier hinten kommen wir eigentlich rein. Nee, auch nicht. Okay, dann machen wir hier das Ganze so. Und jetzt einmal mit Bogen. Und schon kommen wir rein. Jetzt fehlen noch die Gleise, aber die fehlen sowieso noch. Wir wissen noch gar nicht, wo wir lang wollen. Irgendwie hier außen rum, dann hier rüber. Was ist das denn hier? Was habt ihr denn hier gebaut? Ja, Wien hat einen ganz eigenen Charme. Selbst beim Straßenbau. So, hierhin. Und
den Rest können wir, denke ich, plus minus mal so lassen. Jetzt haben wir hier aber echt mehr Bahnhof als Stadt. Ist ja schon. Aber ja, wir bauen halt auch für die Zukunft. Ganz klar. Hier hinten lassen wir mal noch offen. Hier sollten sie nichts hinbauen können. Wir können ja mal gucken. Ein Depot. Hier, das Prellbock-Depot. Das passt hier sehr gut hin. Das würde ich dann... Oh, das können wir ja eigentlich jetzt schon machen. Oder wollen wir hier noch was anderes machen? Wir könnten natürlich hier auch... Da kommen wir mit dem Gleis schon noch raus. Ja, aber nicht um die Kurve. Okay, ich dachte mir gerade, dass wir irgendwie hier noch so reingehen und hier noch ein Depot hinstellen. Das wird so aber nicht funktionieren. Wir belassen es mal. Sie werden hier nichts hinstellen, hoffe ich mal. Und sonst werden wir es wieder abreißen. Oder wenn es gut aussieht, ist ja auch okay. Dann steht hier irgendwas, was eben sowieso gut aussieht. Das passt dann ja auch. M, Haltestellen. Moment, da bräuchten wir schon die Personenhaltestellen. Und dann machen wir hier mal... Ach, das brauchen wir gar nicht. Wir gucken auf die Reichweite. Wenn wir hier lang gehen, dann würden wir hier rauf. Und dann nach hier hinten. Das heißt hier mal. Dann gehen wir hier rüber. Gehen hier außen rum. Dann sind wir überall in Bereichen, wo sie noch nicht gebaut haben. Zumindest im Moment. Das wird sich ja aber ändern. Dann hier runter. Hier hinten noch. Oder wisst ihr was, das hätten wir natürlich auch ein bisschen näher hier ranstellen können. Reicht das von der Reichweite? Ach, das reicht auch. Da müssen sie ein paar Meter laufen, das ist okay. Und dann hätten wir da wieder eine Haltestelle. Hier unten lassen wir mal. Okay, das heißt, wir kommen zum Thema Gleis. Tramgleis. Mal gucken, was haben wir denn für eine Busspur? Machen wir gleich mal. Ein Depot fehlt natürlich auch noch. Das könnten wir eigentlich hier hinstellen. Sollen wir das zuerst machen? Was wir haben, das haben wir. Depot. Tram. Einmal drehen. Ja, ist jetzt... Oh, hier, Moment. Hier dazwischen. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn das gereicht hätte vom Platz. Reicht natürlich nicht. Hier vorne. Hier müsste es doch eigentlich reinpassen. Da müssen wir einfach nochmal eine zusätzliche Schiene nach da hinten legen. Das ist aber eigentlich okay. Gefällt mir nicht so. Ist okay, gefällt mir aber trotzdem nicht so. Und hier ist halt die Form von diesem Trambahnhof. Da haben wir da vorne wie was... Oh, Moment, das können wir ja, wenn wir es krumm machen. Geht das krumm? Geht genau nicht. Ah, ist ja ärgerlich. Oh, so geht's. Moment. Zack. Das hat doch was. Das ist irgendwie... Ja, das ist der Wiener Flair. Der Wiener Schmäh. Also, wir machen mal mit Busspur die Gleise. Das würde heißen... habe ich denn? Tramgleis? Busspur. Nee, Moment. Tramgleis. Oberleitung. Ach so, Moment. Das war nur die Busspur. Dann machen wir... Hier in Gelb. Genau. Das ist die Schweizer Variante. Wir machen jetzt aber nicht eine Busspur, sondern wir machen... Ein Tramgleis. Ist das hier kein Trambahnhof? Jetzt mach mich nicht... Oh, eine neue Lokomotive. Nun mach mich doch nicht kirre. Ah, das kann man... Oh, Moment. Das könnte man eigentlich machen, wenn wir das Depot nicht genau daneben gestellt hätten. Moment, wir brauchen... Ich dachte, das sei standardmäßig. Das ist doch eigentlich... Trambahnhof. Mit mehreren Terminals. Warum hat der denn nicht standardmäßig Schienen? Naja gut, wenn er es nicht hat, hat er es nicht. Dann müssen wir es ihm geben. Tramgleis. Zack. Okay, jetzt müssen wir halt das Depot nochmal bauen. Das machen wir. Sobald wir hier der Stadt ihre Schienen gegeben haben. Hier lang. Hier rauf. Hier rüber. Dann hier. Dann hier vorne rüber. Hier runter. Hier runter, hier geht es nicht lang, sondern hier wieder Richtung Bahnhof, genau. Und dann hier über die Brücke. Sehr schön. Okay, das passt eigentlich, würde ich meinen. Jetzt fehlt halt das Depot, das müssen wir jetzt tatsächlich nochmal hinstellen. Da das so nicht wollte, wie wir das gerne gehabt hätten. Sonst hätten die hier kein Gleis beim Bahnhof. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. So, das geht aber auch. Okay, die Linie. Neue Linie von hier, hier rauf, hier rüber, dann da, dann hier runter und dann wieder hier zum Bahnhof und wieder zurück. 6, 5, 4, 3, 2 und wieder hier hin.
Das ist dann, wie haben wir den Hamburg benannt? Tram Hamburg, nehme ich an. Tram Hamburg. Okay, dann ist klar, dann ist das hier Tram Wien. So, Tram Wien. Jetzt mal gucken, was haben wir denn zur Auswahl? Wir haben die Schaffhausener Trams genommen für Hamburg. Haben wir neue? Nein, noch nicht. Die hier oder die hier? Oder die, das sind ein Dampftram. 1927. Höchstgeschwindigkeit 27. Eigentlich, die Logik würde man sagen, wir nehmen die hier. Aber auf der anderen Seite, Wien mit seinem alten Charme, warum nicht die Stadtbahn Halle? Dann wird das zur Stadtbahn Wien hier. Wir machen das mal so. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Machen wir mal neunmal, ist eine größere Stadt. Zuweisen. Tram Wien. So, und jetzt bin ich gespannt, wie die aussehen. Ja, sehr nett. Sehr, sehr nett. Gefällt mir gut. Hier die Buslinie, die da noch eingezeichnet ist, das lassen wir mal. Da werden wir später wahrscheinlich sowieso auch noch alles einzeichnen. Und die Brücke, die ist auch nett. Gefällt mir gut so. Dann würde ich sagen, wir steigen hier mal noch ein und fahren mal noch eine Runde mit. Das machen wir gleich mal mit dir, wenn du der Erste bist, der hier losdüst. Und dann fahren wir mal durchs frühe Wien. Also der Bahnhof da links, der passt meiner Meinung nach perfekt. Auch wenn es halt natürlich der Bahnhof Schwerin ist, ganz klar. Und auch hier, guck mal da hinten, sie bauen schon. Das ist ja schon einfach sehr, 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 sehr nett. Gut, die Linie scheint soweit ja auch zu klappen. Also bis jetzt gab es keine Meldung, dass irgendwo was fehlt. Dann schauen wir mal. Dann über die Brücke rüber ist natürlich cool, vor allem wenn da unten dann viele Züge verkehren. Das wird noch ein Momentchen dauern, das ist in Arbeit. Ja, in Wien sieht es aus wie in Hamburg. Aber das liegt natürlich am Spiel. Aber trotzdem cool. Später sieht es in diesen Städten sowieso überall ähnlich aus, nämlich einfach, ja, es wächst alles in den Himmel. Eben, es gibt dann wirklich massive Hochhäuser und Co. Und ich merke gerade wieder, der Sound von dieser Straßenbahn, das ist natürlich schon auch sehr nett. Einmal mehr. Cool. Wir müssten viel, viel mehr Straßenbahn machen. Aber ich denke eben, in jeder Stadt bringt das auch nichts. Zumal eben die Busse schon auch relativ nett sind. Aber jetzt hier in Hamburg und in Wien, da haben wir welche. Und ich würde sagen, dann in den anderen Städten, die wir umbenannt haben, da gucken wir mal, wie die Infrastruktur da aussieht, ob sich da, ob es da Sinn macht, dass wir da auch eine Straßenbahn machen. Wir gucken mal. Tram Wien, Drosselweg, unterwegs nach Fliederweg. Schön. Links wieder Industrie, da sieht man die Container, da schweben noch ein paar Container, das ist auch noch interessant. Aha, ja, hier geht's geradeaus. Tschudung, tschudung, sehr schön. Die winterliche Landschaft um Wien rum. Einmal Kurve. Jetzt müsste es ja eigentlich, da bauen sie auch schon, eigentlich Richtung Brücke gehen. Wobei wir haben hier nochmal eine Haltestelle, genau im derzeitigen Niemandsland. Das wird sich aber mit Sicherheit ändern. Da alleine schon diese Haltestellen, das, ich habe immer das Gefühl, das zieht dann auch schon wieder die Bauarbeiter an. Die dann hier gleich was hinstellen. Es lohnt sich dann sozusagen. So, bitte einsteigen, Türen schließen, Dankeschön. Weiter geht's nach Fasanenweg. Wir müssen den Bahnhof noch umbenennen. Und die also die Tramhaltestelle, das machen wir nachher noch gleich. Denn das machen wir jetzt schon, also in den größeren Städten oder in den, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, wichtigeren Städten werden wir das jetzt natürlich machen. Der Bahnhof in Hamburg kann ja nicht irgendwie Fasanenweg oder so heißen. Deswegen haben wir das da ja auch schon gemacht. So, wo ist denn die Brücke? Kommt die nicht bald? Da kommt uns tatsächlich ein Kollege entgegen. Sehr schön. Der ist in die andere Richtung unterwegs. Oh, gleich zwei, gleich drei. Und jetzt geht es ja wieder in die Stadt rein. Das sind ja schon sehr schöne Gefährte. Hier die alten Autos, ja. Dem
der Jahreszahl entsprechend. Da vorne sehe ich schon wieder den Bahnhof. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Sind wir über die Brücke gefahren oder machen wir das gar nicht? Das müssen wir uns nochmal ansehen. Das stimmt doch irgendwie was nicht. Oder kommt die Brücke da vorne? Nein. Wir werden es rausfinden. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, ja, der Heisenberg. Er und seine Pfadfindergene, sie haben wieder zugeschlagen. Ach, die kommt erst noch. Jetzt sehe ich es auch. Genau. Wir fahren ja jetzt hier an der Rückseite des Bahnhofs entlang. Und dann da vorne noch ein paar Meter und dann geht es da links auf die Brücke. Okay, Pfadfindergen hat doch noch reagiert. Aber jetzt für einen Moment dachte ich gerade, da stimmt doch was nicht. Aber das hat so schon seine Richtigkeit. Ist halt eine längere Piste. Dann doch. Aber das ist ja auch gut so eben. Das soll ja auch eine große Stadt werden hier. Und wie gesagt, als nächstes gucken wir, wie wir das mit den Lebensmitteln machen. Ob wir die nicht sogar von unserer Zentrale oben hier runterbringen. Das ist dann ein gewisser Weg, aber wir haben die Gleise. Das ist schon mal ein Punkt. Und es ist ja nicht gesagt, dass wir hier in der näheren Umgebung auch die Möglichkeit haben, zu Lebensmitteln zu kommen. Das könnten wir uns mal ganz kurz noch ansehen. Das müssen wir dann schon wissen. Da, schön, wie da hinten die Gleise unter der Brücke durchgehen, auch wenn sie gleich hinter der Brücke aufhören. Aber das verheißt für die Zukunft dann natürlich auch einiges. Hier die Gleise, die links geradeaus gehen. Das wird dann da hinten einen Tunnel geben in den Berg rein. Oh, nett. Freue ich mich schon drauf. So, jetzt geht's aber hier erstmal auf die Brücke. Schön gemächlich mit 26 km/h. Und dann sehen wir, je nachdem, was man sieht, sieht man natürlich hier nochmal alles. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber da unten, das habe ich gemeint, diese Schienen, die da alle aufhören, das wird natürlich schon cool. Jetzt links sieht man leider vom Bahnhof nicht allzu viel. Man kann halt den Kopf nicht wenden. Dafür kommt nochmal ein Kollege entgegen. Hallöchen, gute Fahrt. Und wir machen hier eine Kurve und kommen dann wieder zum Bahnhof zurück. Oh, und hier Hugel. Ramums, okay, sehr schön festhalten. Und da der Bahnhof, das ist halt schon auch ein Meisterwerk an Modderkünsten. Was für ein schönes Teil. Sieht man von hier sogar, wie der einfach nur gut aussieht. Da haben wir noch einen Berg da hinten. Das ist natürlich auch was. Da stand auch in den Kommentaren, macht doch mal eine Bergstrecke. Ja, machen wir sowieso, ist ja ganz klar. Aber nicht nach 3-4 Folgen. Wer soll das bezahlen? Das funktioniert leider nicht. Da müssen wir schon mal ein bisschen Geld verdienen und auch mal ein bisschen die Städte noch beleben. Und dann werden wir hier mit Sicherheit noch die eine oder andere Bergstrecke machen. Das ist ganz klar. Schön. Sehr nett, gefällt mir. Gut, was wollten wir denn jetzt noch? Wir wollten kurz den Bahnhof umbenennen. Das wäre dann ganz einfach Wien. Moment, machen wir wieder so wie in Hamburg. Okay. Und das hier unten. Wien Süd. Ja, das fände ich nicht mal so schlecht. Wobei, wir machen das anders. Das ist nicht Wien Süd, sondern das ist halt auch Wien Haupt. Hier geht es ja hin. Das haben wir in Hamburg rausgefunden, dass das genug Platz hat. Wien Hauptbahnhof. Sehr schön. Und den Rest können wir mal belassen. Jetzt, lasst uns hier doch mal noch... Oh, da hinten ist eh gleich Bielefeld. Da können wir dann relativ bald schon Bielefeld auch noch mit ans Netz nehmen. Aber was ich jetzt noch gucken wollte, war wegen der Nahrung. Hier, hätten wir eine Lebensmittelfabrik. Da ist nur die Frage, ob wir irgendwo einen Bauernhof haben in unmittelbarer Nähe. Also hier schon mal gar nicht. In die Richtung, wenn man hier so guckt, man hört sogar den Wind, weil wir so weit oben sind. Nochmal eine Lebensmittelfabrik. Nochmal eine Lebensmittelfabrik. Lebensmittelfabriken haben wir ordentlich. Was wir nicht so viele haben, das sind Bauernhöfe. Ja, wenn wir hier keinen Bauernhof haben, dann machen wir das tatsächlich so, dass wir hier oben die Lebensmittel holen. Das Gute daran ist ja, das ist eh relativ zentral. Und wir können halt eben eigentlich bestehendes Gleis nutzen. Wir gehen auch hier rüber, gehen hier runter. Naja gut, so bestehend ist das Gleis dann doch nicht. Hier fehlt noch eine Verbindung zum Güterbahnhof. Zum normalen Hauptbahnhof, zum Hamburger Hauptbahnhof. Aber das könnte man eigentlich mit den Gleisen hier machen. Wozu haben wir die denn? Wir müssen nur gucken, dass wir von hier dann hier rüberkommen.
dass wir zum Beispiel hier eine Brücke machen, hier rüber. Das hätte natürlich auch was. Aber ja, liebe Leute, das ist Zukunftsmusik. Irgendwie werden wir das hinkriegen, das ist ganz klar. Wien wird als nächstes Lebensmittel bekommen, würde ich mal behaupten. Gut, nee, Blödsinn, Zug. Da fehlt ja noch der Zug. Wir brauchen noch einen Zug von Hamburg nach Langensalzwedel und dann nach Wien hier oben. Fällt mir gerade auf, weil ich wollte gerade Tschüss sagen mit einem Zug und denke, wo ist denn der Zug hier? Den gibt es noch nicht. Den werden wir in der nächsten Folge als erstes dann kaufen und hier auf die Strecke schicken und dann natürlich mal noch eine Runde mitfahren. Ich sehe aber sonst auch keinen Zug. Kann das sein? Mein liebes Spiel, hier unten fährt gerade einer in den Bahnhof rein. Gut, liebe Freunde, unser gekrümmter Bahnhof, sehr schön. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Das wäre morgen um 14 Uhr. Oh, neue Straßenbahn, jetzt wo wir Straßenbahn gekauft haben. Und die BBÖ. Naja, es wird nicht das letzte Tram gewesen sein, das wir gebaut haben, also die letzte Tramstrecke. Von daher können wir das Teil natürlich auch gut gebrauchen. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich. Jetzt dreht er auch noch, kann es denn wahr sein? Danke fürs Zusehen. Nochmal, bis hoffentlich morgen. Bis dann. Tschüss.